Hallo, liebe Schrauberfreunde. Hallo. Dieser Passat bekommt heute von uns Bilstein B6 Dämpfer. Und wie man diese einbaut, seht ihr jetzt. Zum Wechsel der Stoßdämpfer benötigen wir einen Schlitzschraubendreher, einen 25er Torx-Schraubendreher, einen Seitenschneider in Halbzoll, einen 5er Inbus, eine 16er und eine 18er Nuss, eine Ratsche, eine kurz- und eine lange Verlängerung, einen 5er Maulschlüssel, einen 18er gekröpften Ringschlüssel, einen 18er Ringmaulschlüssel, Spezialwerkzeug für Stoßdämpfer, diverse Drehmomentschlüssel, zwei Knebel und einen Adapter von Halbzoll auf Zoll. Der hintere Stoßdämpfer ist mit drei Schrauben an der Karosserie bzw. am Fahrwerk befestigt. Einmal hier oben zwei, unter der Rathausschale und eine Schraube hier unten. Wir beginnen mit den oberen beiden. Um an die ranzukommen, müssen wir die Rathausschale ausbauen. Das machen wir als erstes. Dazu nehmen wir einen Torx 25 Schraubendreher und schrauben alle Schrauben raus. Das sind insgesamt 10 Schrauben. Wenn die raus sind, können wir die Rathausschale rausnehmen. So. So, die Verkleidung ist raus. Dann sehen wir hier oben die beiden Schrauben vom Stoßdämpfer. Dazu nehmen wir eine 1/2 Zoll Ratsche mit langer Verlängerung und eine 16er Nuss und lösen die beiden. Nummer 2. Als nächstes lösen wir die Schraube hier unten im Querlenker. Dazu nehmen wir einen 18er Ringmaulschlüssel und eine 1/2 Zoll Ratsche mit 18er Nuss. David hält oben den Dämpfer fest, dass der jetzt nicht gleich rausfällt. Und dann lösen wir die Mutter. Ja, wackeln mal ein bisschen an dem Dämpfer. Geht. Lass mal noch ein bisschen den Dämpfer bewegen. Ja, so. Jetzt kann David den Dämpfer. Genau, schieben den so ein bisschen zusammen, den Dämpfer, und dann kriegen wir den hier aus dem Rathaus. Wir tauschen jetzt von unserem alten Dämpfer das Domlager auf den neuen. Dazu demontieren wir hier oben das Domlager. Wir nehmen einen 16er Ringmaulschlüssel gekröpft. André hält mit einem 5er Maulschlüssel dagegen, dass wir die Kolbenstange quasi nicht mitdringen. In der Theorie wäre es egal, weil der Dämpfer eh kaputt ist. Aber wir müssen ja unser Glück nicht herausfordern. Warte mal. Ich warte hier. Nicht weggehen. Jetzt. Ja. Gut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt sind wir aber am Floh. Das wäre zu einfach, André. Doch, guck mal hier. Ist das toll. So, die Mutter raus. Stoßdämpfer raus, den alten Dämpfer weg. Genau, dann knipsen wir hier oben den Kabelbinder vom alten Domlager ab. Das kommt weg. Und dann montieren wir hier einen neuen Anschlagpuffer.
Den steckt ihr hier oben rein. Super. Und den neuen Staubschutzsatz. Auch der wird wie original von VW vorgesehen mit einem Kabelbinder montiert. Fixiert. Und arretiert. Fest gestretcht. Und dann knipsen wir den Rest hier noch sauber ab. Dann stecken wir jetzt unser ganzes Pamphlet hier auf den neuen Stoßdämpfer. Setzen die neue Mutter an. Bei dem Dämpfer ist es ein bisschen günstiger gelöst. Da passt unser Spezialwerkzeug. Vielleicht hattest du kurz Zweifel, ja, dass es passt. Kurzzeitig war irritiert. Wir befestigen das Domlager mit dem Protection Kit auf dem Bilstein B6 Sportstoßdämpfer und ziehen jetzt die Mutter mit dem entsprechenden Drehmoment nach und halten trotzdem wieder die Kolbenstange fest, dass die sich nicht verdreht. Super, André. Dann hier noch den Deckel drauf. Jetzt bauen wir wieder ein, oder? Ja, und los. So, André, dann werden wir den Kumpel hier mal wieder einsetzen. So, Schrauben parat? Hab ich. Leg jetzt mal zwei Schrauben an. Korrekt. Nummer 1. Und Nummer 2. Wir nehmen natürlich neue Schrauben, da es sich um den Schrauben handelt. Setzen wir erst die oben an. Bevor wir die oben festziehen, setzen wir auch die Schraube unten an. Aber heißt es nicht die Schrauben und nicht den Schrauben? Da war er. Dann kommt der Bolzen von vorne nach hinten wieder durch. So, David, schraubst die Mutter drauf, andere Seite. Jo. Wollt ja nur halten. So, jetzt können wir tauschen. Sehr gerne. So, das reicht auch schon. Macht die Schraube auf gar keinen Fall ganz fest, denn die muss in Endlager am Ende des Tages mit Drehmoment festgezogen werden. Jetzt ziehen wir die oberen beiden Schrauben mit dem entsprechenden Drehmoment fest. Eins. So, ziehen Sie mit dem entsprechenden Drehwinkel nach. Dazu nehmen wir einen Knebel. Nummer 1. Und Nummer 2. Wir fahren jetzt unseren Lenker hier hinten in Endlage. Das heißt, die Position vom Einfederzustand, in der ihr auch fahrt, damit sich die Buchse in dem neuen Lenker hier nicht verdreht. Das macht auch Geräusche, wenn man abrutscht. Das sollte reichen, denke ich. Ich denke auch. Ein Drehmomentschlüssel bräuchte ich, genau. Dann ziehen wir die Mutter jetzt mit dem entsprechenden Drehmoment fest. So. Und machen direkt im Anschluss noch den vom Hersteller vorgeschriebenen Drehwinkel hinterher. Kann losgehen, André? Dann machen wir. Jetzt stehe ich hier auch noch an. Richtig geil. So. Dann entlasten wir die ganze Geschichte hier wieder. So. Damit ist die Montage des Dämpfers abgeschlossen. Radausschale noch drin, andere Seite noch tauschen, ab zur Achsvermessung. Und für uns zusammenbauen. Oh. Hier schießt sie wieder. Wenn ihr Bock auf diesen Sound habt oder auf diesen Ausblick steht, dann bewerbt euch bei Kfz-Teile 24. Wir haben jede Menge coole Schrauberjobs. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im Team. Bis dann. Das gefällt dir wieder, oder? Ja, das ist genau dein Ding. Ja, das ist genau mein Backfisch.